Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dirt Rally hier auf dem abgefahrenen Kanal. Heute machen wir mal eine kleine Zeitreise, denn wir springen ins Jahr 1987 und werden den Pikes Peak erklimmen und fahren und das Ganze in der Schotterversion und so ein bisschen mal Walter Röhrls Rekord anpeilen. Der liegt da bei 10 Minuten 47 und dementsprechend habe ich mir den Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak geschnappt und werde diese 10 Minuten 47 mal versuchen zu unterbieten. Das Ganze in Virtual Reality, denn das ist der besondere Punkt. Das hilft dir natürlich besser, in die Kurven zu schauen, gerade weil du hier auch keine Beifahreransagen hast und so weiter, ist das doch ein bisschen angenehmer mit der VR-Brille, weil du dann eben die komplette Übersicht hast. Und deswegen hoffe ich, dass wir schön, leicht und smooth den Berg hochkommen. Ich habe es in den ersten Runden nicht so gut hingekriegt, deswegen ein bisschen verkackt und deswegen ist das jetzt hier die zweite Aufnahme und wir stehen hier jetzt disqualifiziert. Aber wir setzen die Brille einfach auf und starten neu und dann kann es eigentlich abgehen. Jawohl, neu starten bitte und hier ist dann auch die Wheelcam. Kurz nochmal zur Position im Cockpit. Ich muss die Beine und Arme deaktivieren. Sieht ein bisschen komisch aus, außerdem sitze ich sehr weit hinten und sehr weit unten. Aber im Video sieht es dann gut aus für euch. Für mich als Fahrer ist es ein bisschen komisch, weil es wirkt in Dirt Rally alles so klein, so eng. Und es kommt mir so vor, als hätte ich gar keinen Platz für meine Beine, meine Arme und so weiter. Aber wir wollen eigentlich gar nicht lange rumlabern, sondern direkt loslegen und 600 PS mal aufholen lassen hier. Ich würde sagen, wir geben Gummi, halten auch hier nicht an, sondern fahren, wie es uns vorgeschrieben wird, hier direkt durch. Und los geht der Spaß. Pikes Peak. 1000 Kilo Audi mit 600 PS. Wir kommen. Sind hier in optimalen Bedingungen unterwegs. Es ist hell. Und es regnet nicht. Ja, und ich habe ein paar kleine Probemeter gedreht, aber nicht wirklich genug, um auch nur ansatzweise die Strecke zu können. Und da kommt mir die Virtual Reality Brille natürlich sehr gut gelegen, weil man da halt eben genau das machen kann, in die Kurve reinschauen. Das werde ich mal versuchen zu nutzen, aber erstmal konzentriere ich mich. Und auf geht's hier. Pikes Peak. Bisschen zu weit rausgekommen, ich werde keine Handbremse benutzen. Und ich glaube, die hatte der damals auch nicht. Aber man kann ihn eigentlich ganz schön auf der Bremse und mit dem einen oder anderen Scandinavian Flick gut zum Einlenken bringen. Ja, was ein verrückter Hillclimb, ey. 19 Kilometer lang und mit 4100 Metern Höhenunterschied. Und trotz dieser Länge stapft der Teufelskerl Walter, hoppala, da eine 10 Minuten 47 rauszuhauen. Und ich wette, der hat keine Zäune mitgenommen. Das läuft doch schon mal. Gleich kommt natürlich noch ein recht schwieriger Teil, wo es dann auch richtig bergab geht zur rechten Seite. Aber bisher bin ich schon mal zufrieden hier. Ist hier nicht zu schnell. Oh, nicht im falschen Gang vor allen Dingen. Fünf Zylinder, riesiger Turbolader, 600 PS und den Turbolader hören wir die ganze Zeit auch arbeiten übrigens. Fiuhu, fiuhu, fiuhu.
nicht zu schnell hier, ja. Nicht zu früh schalten, da haben wir das schöne Turboloch. Boah! Oh, schade! Das lief so gut, was haben wir da denn mitgenommen? Da lag hier bestimmt innen so ein Stein oder sowas. Können wir noch einigermaßen fahren? Ja, es geht. Ach nein, wie ärgerlich! Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten, das war nur ein kleiner, klitzekleiner Sprung. Jetzt darf es aber nicht zu unsauber werden hier. Schon wieder im falschen Gang. Alter! Nicht zu unsauber! Okay, jetzt wird's komplett. Alter! Okay, ich fahre jetzt trotzdem weiter. Wenn das gleich noch schlimmer wird, starten wir mal eben neu. Und gucken, dass wir das besser hinkriegen. Ich muss auch aufhören, die Kurven so zu schneiden. Wenn da mal jemand liegt, dann kann ich nicht mehr ausweichen. Sieht geil aus. Ich darf da nicht zu lange hingucken. Geht da hier immer noch, auch noch ein bisschen um Rundenzeit. Hoppala. Oh nein, oh nein. Ja. Dem konnten wir gerade noch ausweichen, diesem kleinen Kackstein. Kann den nicht mal jemand wegräumen? Die Zuschauer stehen hier nur rum und gucken. Wir können doch auch mal ein bisschen... Volksbank-Motto, wir machen den Weg frei oder so. Wow. Nein! 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 Oh, okay, wir werden zurückgesetzt. Ich dachte schon, das war's komplett. Oh Mann, ich wollte doch nur da hingucken. Ich guck nach vorne. Das dürfen wir nicht mehr machen. Gas, Gas, Gas! Oh, das sieht schon mega geil aus, ey. Du siehst nur noch Himmel und Wolken und gar nichts mehr vom Tal oder so. Reicht gerade eben, dass der zweite Gang hier nicht zu lang übersetzt ist. Ein bisschen Angst vor diesen Kurven hier. Da will ich nicht abfliegen. Ich habe keine Ahnung, wo es da wirklich lang geht. Oh Mann, es ist ganz schön anstrengend, aber wir haben auch schon ein ganzes Stück geschafft jetzt. Wir sind gleich oben.
Okay, okay, das war ganz schlecht. Ich habe den Zaun nicht gesehen. Ich hab ein bisschen in den Hintergrund geschaut. Gar nicht gecheckt, dass da eine Kurve kam. Oh. Jetzt hier nicht an einem Stein hängen bleiben. Sehr gut. Oh, jetzt wird's aber ganz unsauber. Jetzt macht nicht noch die Karre kaputt hier. Ich will oben ankommen. Ja, ich würde sagen, Walters Rekord ist jetzt nicht mehr ganz so gefährdet. Zumindest nicht durch mich. Sechster Gang ausgedreht, das heißt, wir sind hier bestimmt bei 180 und da ist es vorbei. Ja, das ist leider zu unsauber. Das ist nicht geil. Das tut mir leid. Das hätte ich gerne ein bisschen sauberer für euch gemacht. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie Reifenprobleme. Denn es schleift gehörig. Also wirklich astrein geradeaus fährt er auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben echt einen Reifen verloren. Der rutscht nur noch. Aber da ist auch das Ziel. Ich wusste doch, hier irgendwo ist es doch. Lauf abgeschlossen. Hui! 11:03. Okay, also trotz dieser Minderleistung, die ich da abgeliefert habe, ist da durchaus noch was drin. Ich glaube, wir starten nochmal neu. Guck mal, Alonso mit einer 9:39. Zack, wir gehen uns direkt nochmal in Neustadt und machen das Ganze nochmal. Jetzt mit Fahrpraxis, Erfahrung und Streckenkenntnis. Die haben wir jetzt natürlich komplett drauf, die Strecke. Los geht's. Also dieser erste Abschnitt ist mega geil. Ich habe das Gefühl, man kann auch noch nicht so viel falsch machen. Die Kurven sind alle so angelegt, dass die einen eher reinziehen als raustragen wollen. Okay, vielleicht nicht alle. Das war doch was. Oh,
Und das war leider schon wieder nix. Hoppala, mal eben schnell F2 hier. Zack. Hallo? Hallo? Doch, war der richtige Knopf. Ah, Mist, verdammt. Aber immer ist die Scheibe noch ganz. Das waren jetzt bestimmt so 5 Sekunden, die wir da verplempert haben. Was ein Durchgeprügel hier, sehr schön. Ich muss ein bisschen auf meine Drehzahl achten, dass die nicht ständig so hoch geht. Da nicht im Begrenzer hängen. Oh, etwas abgekürzt hier, aber das geht doch noch. Vorsicht! Anders lang. Oh, falscher Gang. Oh, ich denke immer, da kommen so Ahnadelkurven. Und dafür muss man gefühlt irgendwie noch mal extra abbremsen. Das war jetzt dumm formuliert. Es fühlt sich so an, als ob man in Haarnadelkurven verhältnismäßig noch langsamer sein müsste, als man in langsamen Kurven eh schon sein muss. Mal mit einem Klatschkick nachhelfen und schon wieder diese Stelle. Och nein! Och nein! Gerade dem kleinen Stein ausgewichen. Jetzt den großen volle Möhre mitgenommen. Ärgerlich. Scheiße. Das war arschknapp. Ich glaube, mit unserem Hintern haben wir sogar schon ein bisschen vom Zaun weggeräumt. Ach, das ist einfach herrlich. Dritter Gang, vollkommen falsch. Mist. Zu spät gemerkt.
soll jetzt hier nicht nochmal den Flieger machen, ey. Ich will hier das jetzt so zu Ende fahren. Fast fehlerfrei. Und den schon wieder nicht gesehen. Zack, Einschlag, Scheibe rechts kaputt. Ab nach Karglas. Vielleicht gibt es da oben auf dem Berg eine Filiale. Müssen wir mal direkt eben hin. Bremsen, das weiß ich doch noch. Hier doch auch für die Schafe links, ne? Ja. Hat man hier nochmal, ich weiß es nicht mehr, aber hier geht es doch, glaube ich, auch nochmal schärfer nach rechts, oder nicht? Ja. Hier erst, okay. Jawohl, dann ist hier doch vorbei. Alles klar. Was war's diesmal? Oh, anstrengend war's. 10 Minuten 29. Ja, yeah, wir sind der Beste. Hat sogar noch 10 Sekunden gekostet, aber ich glaube nicht, ob wir so eine 9 Minuten 39 von Alonso hier drankommen könnten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Richtig geile Nummer. Wir gucken uns ja nochmal ein bisschen die Replay an. Mal eben gucken, kann ich hier, genau, Musik stumm schalten. Dann F9 ausblenden. Und die Kameras können wir eigentlich so lassen. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen und es war nicht zu ruckelig. Und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schneller seid als der Walter und als ich. Na, ich klinge mich aus und wir sehen uns heute Abend im Livestream Automobilista Community Rennen. Einschalten und Spaß haben. Macht's gut. Tschüssi.